Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Projekt. Und zwar, wir spielen heute Estranged Arc Nr. 1. Das war laut. Moment. Gleich mal die Spielsache noch eine Stelle. Spieloptionen. Moment. Heftig laut. Ich hoffe mal, dass man meine Stimme trotzdem hört. Bei mir dröhnt ziemlich tierisch im Ohr. Ja, Estranged, um was handelt es sich? Und zwar, Estranged Act 1 ist eine Half-Life 2 Mod, die man sich kostenlos bei Steam downloaden kann. Man benötigt dazu kein Half-Life 2, also ist eine Standalone-Fassung. Ich weiß jetzt noch nicht so viel über das Spiel, habe 2-3 Sachen gelesen. Anscheinend handelt es irgendwie von einem Fischer, der mit seinem Schiff kentert an einer Insel, und da sind irgendwie ganz komische Vögel unterwegs. Und wir müssen rausfinden, vermutlich, was da denn los ist. So, jetzt sind die Lautsprecher, muss ich runter, machen wir anwenden. Ja, schon besser. Ja, so wie das Symbol da aussieht, könnte man es auch mit dem Controller spielen. Ich spiele es aber mit Maus und Tastatur. Und würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucke uns, was da so abgeht. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Also, ob das irgendwie nur eine halbe Stunde geht oder länger. Ich lasse mich jetzt überraschen. Je nachdem, wie viel Parts halt wäre, lade ich die dann natürlich alle hoch dann. Dass ihr da nicht 5 Jahre lang warten müsst. Sein, es wird sich jetzt natürlich um 10 Stunden. Und ja, ich halte mal die Klappe, glaube ich. Estranged. Akt 1. Ja, sieht ja ganz nice aus so. Catch of the day. 52 cm Fisch. Okay. Funkgerät beantworten. Okay. Hello. If anyone can hear this, my name is Jonathan Darrell and I need help. These things, they've taken over the island. Mm-hmm. Anyone, please, I have supplies, but... Miss, automated message from ARC Corporation. There has been a safety breach. Mandatory curfew is in effect. Oh! Was war jetzt das? Blubberbläschen, sieht aus, als wäre ich im Wasser. W, vorwärts, ist ja klassische Steuerung, klar. Oh ja, das sieht schön aus. Nee, sieht... Wie komme ich hoch? Ah, eh. Sieht doch eigentlich ganz nice aus. Ich weiß es gar nicht, habe ich jetzt die höchste Einstellung eigentlich eingestellt? Ich glaube, guck mal kurz. Vergib mir die 2 Sekunden. Video. Vollbildsprite-Bild. Virtual Reality. Was? Erweitert. Okay, das ist das Höchste, was geht. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Aber. Ja, okay, ich kann kein DirectX 11 oder ähnliches einstellen. Okay, 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 okay. Alles klar. Dann wollen wir da nicht lang rumschnacken, sondern der Kopf in der Nacke. Nee, so zurück. Aber mir ist die Maus zu schnell. Ich bin. Was Maussteuerung und so Sache, ich bin da irgendwie so ein richtiger Lutscher. Mausempfindlichkeit stellen wir mal ein bisschen runter. Anwenden, okidoki, und jetzt zurück, auf geht's, weiter fortsetzen. Okay, ein Hafen. Ein Leuchtturm. Kommt da irgendwas? Mache, 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 mache. Und ich habe natürlich wieder vergessen, auf die Uhr zu lunzen. Das ist schon wieder typisch, 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 typisch. Aber das macht ja nichts. So, gehen wir weiter. Das Wasser sieht ganz schnieke aus. So. Also auf jeden Fall, ja, es ist eine Half-Life 2 Mod. Habe ich ja schon erwähnt. Man braucht keine Half-Life 2 Originalfassung dafür. Habe ich auch erwähnt. Und das Ganze ist auf der Source Engine entwickelt. Worden. Ja, seht ihr ganz nah aus. Kann ich die Tür zumachen? Irgendwie? Dagegen rennen? Nee.
Hätte ja funktionieren können, wer weiß. Shipping Permit Below. Warum hängt denn das See so weit unten? Mausrad hoch, heranzoomen, Mausrad runter. Ah, okay. Ah, das ist nice. Kann ich schlagen oder sowas? Nee. Kann ich irgendwas. Wow, jetzt habe ich also den Tisch umgestupst. Das geht also. Ich weiß nicht, mein Maus ist immer noch viel zu schnell. Das ruckelt mir zu arg. Sorry, Leute. Ich muss nochmal kurz in die Optionen. Ich weiß nicht, ich bin gerade. Irgendwie bin ich zu blöd zum Scheiße heute wieder. Das ist doch wieder. Das ist doch echt nicht normal. Okay, soll ich das schon besser? Was kann ich machen? Kann ich da raus? Nee, die Tür geht nicht. Das auch nicht. Okay. Ah! Guck mal da. Kann ich mich. Ach, der duckt sich von allein. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, okay, wenn ich E drück, kann ich die Sache da hochnehmen und wegschmeißen. Geht auch die Steine? Oh, nice. Linke Maustaste, Objekt werfen. Wo bist du? Wo ist mein Stein? Ah. Da ist er ja. Und jetzt da durch. Es geht ja einfach. Komm, wir machen schön so. Und am Rand noch, dass man sich nicht verletze. Ja, lass los. Und jetzt kann ich irgendwie durchklettern? Ah, durchspringen, okay. Ah, okay, auf Leertasche springe ich. Ah! Jump and run! Das habe ich doch gar nicht angeklickt, aber okay. Okay, ich glaube, da muss ich was mitnehmen. Sonst kriege ich das da hinten ja nicht auf. Wo habe ich meinen Stein hin? Weiß es jemand? Ich habe es nämlich vergessen. Oh ja, ist doch in Ordnung, Mann. Das Ding steht mir im Weg. Tschüss. Hä? Wo ist denn jetzt der Stein? Der war doch hier. Oh, was bist du? Ein Fernseher. Oh, das wird auch funktionieren. Ich muss mal, denke ich mal. Sollte klappen. Geh rein. Okay, einfach dagegen gelaufen. Reicht ja schon. Das ist praktisch. Haben wir hier was? Noch ein Fernseher? Oder ähnliches? Schön, 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 schön. Was haben wir hier? Ah, Zeitung. Wentworth Herald. Leuchtturm stillgelegt. Ja, okay. Ich zeig's euch. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich scroll hier gerade ein bisschen runter. Dann könnt ihr das euch gern durchlesen, wenn ihr wollt. Ich mach's jetzt nicht. Oh, eine Katze. Sieht irgendwie aus wie die von meiner Mutter. die hat auch so zwei große schwarze Katzen. Oder eine. Nur noch mittlerweile. Die andere hat leider Bekanntschaft mit einem Auto gemacht. War nicht so schön. So, kann ich sprinten? Ah ja. Gut. Habe ich Ausdauer? Hat da einer aufgepasst? Das sagt mir, brauche ich doch gar nicht, oder? Ich kann doch hier doch drauf vorbeilaufen. Und jetzt soll ich wahrscheinlich. Das sieht irgendwie. Ja, okay, gut. Das. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das. Springst du Sinn hatte. Ich glaube es nämlich jetzt eher weniger. Aber ich sprint mal ein bisschen, der läuft nicht so langsam. Hi, Hey, are you okay down there? Ja, solange du nicht schießt, ja, du komischer Dinger. Hat er den einfach abgeschossen? Leute, gibt's? Sag mal, was ist denn auf der Insel los? I run into a bit of trouble, so excuse the mess. Oh, die Mimik ist denn aber gut gemacht. That was your boat, wasn't it? Gesichter sehen gut aus. I didn't expect a survivor.
Doch. Let's get inside. Ich bin unsterblich. Willst du mich dann auch abschießen, wenn wir reingehen? Gib mir mal lieber deine Waffe jetzt. Ich will sie, komm. Ja, klar. Ich soll auch noch als erstes reingehen, dass er mir schön von hinten in der Rücke schießen kann, oder was? Und noch ein Toter, und dem soll ich vertrauen. I'm sorry, you had to crash here of all places. Friss die Scheuermilch! I've been working on fixing a radio and I had it, but that's when this This is cool. I was a doctor trying to get a message out, but a company called was ein Kram. Kann ich die Lampe nehmen? Oh, schade. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Sorry, ich hoffe, ihr habt es gelesen. Look, take my gun. I don't this is in Ordnung. You need to make your own way, though. Go out of the back door. It'll take you to a river. Okay. Follow the river to the nature reserve. Ja, die geht ja nicht auf. Dann muss ich warten, bis der fertig ist mit Schwarze. I'm sure that's where it's coming from. Okidoki. But before you go, I was came jetzt? Here with my wife and daughter on holiday 3 months ago. Around the time this began. We got separated, but please, ah, if okay. you find them... Ich wollte gerade sagen, warum ist der 3 Monate im Urlaub? Do what I couldn't. Okay. Können wir machen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Good. Falls uns über den Weg läuft, machen wir das. Habe ich eine Taschenlampe? Eine Taschenschlampe? Ich habe gerade irgendwas gehört, das fand ich nicht witzig. Okay, stimmt, mit dem Mausrad kann ich zoomen. Okay. Verarsch mich doch nicht so! Was soll das? Habe ich dir irgendwas getan? F-Taschen, aber eine Unihop-Batterie, das finde ich nicht cool. Na gut, lassen wir es halt mal aus. Babam, babam. So komme ich nicht hoch. Also ganz einfache Rätsel sind's. Das ist kein Problem, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir. So. Welche Richtung? Oh, 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 das war mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Etwas, oh, nur so ein bisschen zu schnell. Nee, da kann ich bestimmt nicht weiter. Gehst du da hoch? Danke. Wunderbar, wunderbar. Ich wollte eigentlich mal testen, wegen am Schießen, aber ich will meine Munition jetzt nicht verballern, weil ich, oh oh, ziemlich lange Ladezeit hätte. Kann ja mal einer, wenn er das weiß, kann das ja bestätigen oder mich verbessern, wenn ich falsch liege. Da war, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo mal gelesen. Ist auch schon eine Weile her. Okay, wo bin ich jetzt? Park? In dem Park? Schöner Teich. Ein Teich? Ach, der ist ja schon springe schneller wie ein normal laufe. Was ist da los? Ein Zelt? Ah! Munition oder was? Jo, das ist schön. In der riesen Kiste waren 9 Kugeln. Ja, gut. Kann man auch mal machen, oder? So. Kann ich da was machen? Mülltonne? Was war das? Ein Frosch? Ich hoffe es doch, dass es ein Frosch war. Das Haus? Scheint verlassen zu sein. Da gibt's nichts. Was haben wir hier alles? Coca-Cola. Loke. Ola. Co. H2O. Das kann ich nicht. D18 oder sowas. Krieg, das kann ich nicht mehr lesen. Kann das eine
Und Eis. Ja, also die erste vier sind jo, also das ist ja klar, wo die dazugehören. Das ist ja eine Anspielung auf Coca-Cola. Also das erste steht schon Cola und das andere dann Ola und Coca und. Entschuldigung. Ach geil, und jetzt ist Energiesparer. Geil. Der Frosch macht mir ein bisschen Angst. Das Geräusch finde ich nicht so prickelnd. Wenn es die ganze Zeit mal. Da? Oder da? Was war das jetzt? Also die. Wow! Was bist du für ein Penner? Geh weg! Geh weg! Oh, ich kann nicht zielen! Ich hasse das! Oh, du Spacken, erschreck mich doch nicht so! Was bist du für ein Eumel? Okay. Komischer Dinger. Wo kam der jetzt her? Wolltest du telefonieren oder was? La la la, hallo! Hallo, hallo, hallo! Ach, das ist ja abgerissen. Komm, ich sprinte. Wie kann man nicht nachladen? Ja? Ah, ja, gut. Gut, 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 gut. Ducke? Macht er doch nochmal das von allein, oder gibt's da eine extra. Hä? Sorry, hä, was? Was ist jetzt los? Warum komme ich da nicht durch? Hä, hab ich was? Was ist jetzt los? Duck dich doch, du Lümmel! Springen kann ich doch auch, dann duck dich doch. Was sind dein Problem? Okay. Bin ich jetzt total mischugge oder was? Ah! Okay, ich Idiot, falsche Knopf gedrückt die ganze Zeit. Oh, gut ist alles Radio, wo nix läuft. Ich wollte doch gar an den Teller. Tschüss. Ich wollte das da unten haben. Ich wollte nicht die Cola. Also vielleicht. So, ja. Ah, ein bisschen Munition mehr, das ist schön. Da freue ich mich. Weil wenn da wieder so komische Banause krank kommen, müsste ich den ja. Da war doch gerade was. Habt ihr das auch gehört? Da hat einer so. War doch was. Oh, du Pisser. Nein! Gut, ein Schuss für ihn, zwei daneben sind immer noch zwei zu viel. Verdammt, also mit dem Schießen muss ich da noch ein bisschen üben. Warum ist hier so dunkel? Ich geh ins Licht. Okay, also das Spiel weiß. Weiß mich schon zu gruseln, so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen härter wie ich. Ah, schön. Bam, 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 bam! Okay, nichts passiert. Was ist denn das? Kann ich das jetzt nicht so aufnehmen oder kann ich damit was machen? Hab ich doch gerade was gehört? Schmeiß es einmal in den Kopf! Schmeiß es einmal in den Kopf! Ah! Guck mal da! Main Power! Okay. Track. Was? Ach, das sind Züge! Ach, das kommt wieder davon, wenn man nicht richtig guckt. Machen wir mal die Track Power an. Und Door Rise.
Ah, ich muss jetzt mit dem Zug fahren. Das ist ja cool. Ich wollte schon immer mal Lokomotivführer sein. Jetzt kann ich meinen eigenen Zug fahren. Geil. Schwupp. Ah, schwupp. Macht er die Tür selber zu? Ah, das finde ich schön. Ah, okay. Wieso muss ich aussteigen? Ich möchte nicht aussteigen. Leiter benutzen? Was ist eine Leiter? Wo kommt die Leiter jetzt her? Okay. Strom! Boah, auf der Straße Strom! Da kommen wir nicht durch. Was gibt's da oben? Drei, zwei, eins. Oh. Stirb, du Stricher. Ich hab doch gerade wieder welche gehört. Die kommen aber nicht hier rein, oder? Friss mein Fernseher. Okay, ich kann hier die ganze Schublade und so aufmachen. Finde ich da auch was? Oh Gott, die scheiß Geräusche immer. Ich denke immer, die stehen hinter mir. Ich blockiere jetzt die Tür. Nee, mach auf. Das ist scheiße, ist in den Schränken nichts drin. Gar nichts. Warum? Ja, super, so eine kranke Puppe oder was? Ach, das ist ja unfair. Aber ich habe doch nur so wenig Munition. Also Munition hätte mich jetzt drüber gefreut. Okay, ich glaube mal, was haben wir da? Crossing, okay, das ist das, was wir brauchen. Dass die Schranke sich verändert. Wie sind denn da draußen? Ach du Scheiße. Enz? Das sind wohl ein paar. Ah nein, ich Idiot, verballer die ganze Munition. Oh, kurz. Okay. Komm her und ich schmeiße die Schule an den Kopf. Oh, scheiße. Oh. Wow, wow, wow. Wow, verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Runter, runter, runter. Renn, 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 renn. Nicht ducke. Du sollst rennen. Oh, verpiss dich doch. Geh mal aus dem Licht. Oh, 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 oh. Schnell rein. Oh, lauf. Oh, mach die Tür zu. Oh, Gott sei Dank. Jetzt hatte ich doch echt... Das ist ja scheiße, jetzt habe ich keine Munition mehr. Kann ich schlagen? Und Leber habe ich auch fast keins mehr. Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? Hä? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe noch nirgendwo Leben gesehen. Ich habe keinen Bock jetzt schon zu sterben. Muss echt nicht sein, sowas. Verdammte Axt. Und was ist das? Ah, bremst doch! Ah! Geh raus! Ja, da hätte ich aber auch im Zug bleiben können. Der hat ihn ja nicht einmal berührt. Uiuiuiui. So, liebe Leute. Und bevor wir hier durch den Tunnel durchgehen, beende ich den ersten Part hier und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Estranged, Akt Nummer 1. Bis dann!